So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super RTL. Was? Weiter. Oh, wir haben schon 7 Stunden gespielt. Ja gut, okay. Da muss man jetzt natürlich sagen, die Zeit gab bestimmt jetzt nicht mehr durch den Zeitraffer in der letzten Folge. Aber... Jutchen, gleich mal gucken hier, wie es aussieht mit unseren Pokémon, ob die in der richtigen Reihenfolge sind. Smetbo würde ich nämlich gerne als letztes lassen, als Backbaum, wenn alles andere tot ist. Pikachu kommt davor. Beziehungsweise... Taubsi kommt gar nicht dran, deswegen ist er als letztes. So, in die Reihenfolge kämpfen wir. Aber vielleicht mal speichern. So. Ja, wie angekündigt in der letzten Folge haben wir nur trainiert. Das heißt, wer die letzte Folge nicht geguckt hat, wie ich angekündigt hatte, hat doch nichts verpasst. Außer dass unsere Pokémon jetzt ein bisschen höher gelevelt sind. Das wird auch nicht die einzige Trainingsfolge gewesen sein, weil wie gesagt, Pokémon besteht aus Trainieren. Das heißt, es werden ab und zu mal solche Folgen kommen, wo ich die ganze Zeit nur trainiere. Man kann Pokémon auch so durchspielen, dass man, also ich habe zum Beispiel Pokémon auch so durchgespielt, dass ich wirklich nur Smetbo hatte, auch nur Smetbo trainiert habe. Und wenn du wirklich nur Smetbo einsetzt und der auch die gesamten EP immer bekommt, dann brauchst du mit Smetbo gar nicht mehr trainieren, weil dann Smetbo einfach so overpowered wird, dass er alleine mit dem Training gegen den Trainern so stark wird, dass er den nächsten Trainer auch immer mit besiegen kann. Also das ist... Aber wir versuchen hier ja, ich sag jetzt mal, normal zu spielen. Das heißt, mehrere Pokémon zu haben, die wir auch gleichmäßig hochleveln. Und das ist leider auch natürlicher Bremshämmer oder so. Ja, von daher. Gegen kommt zum Über... Was? Egal. So, mal gucken, was hat der Typ denn? Teenager möchte kämpfen. Teenager Raffatz. Oh Gott. Albtrümmel werden wahr. Glut bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Oh, doch, das geht sogar. Dann machen wir jetzt mal Kratz hinterher. Das sollte dann gewesen sein. Sehr schön. Volltreffer sogar. Ratzfratz wurde besiegt. 180 EP. Habitag. Nein, da bleiben wir mal bei Protexo. Gegen Habitag ist gut zum Glück. Nein, mach doch nicht Kratzer. Ah ja, mindestens einigermaßen effektiv. Egal, ich wollte trotzdem Blut einsetzen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Blut wirklich effektiver ist als Kratzer. Ja doch, scheint so. Habitag wurde besiegt. Yay, Protexo erreicht Level 21. Sehr schön. Und wir bekommen, du bist richtig gut, 220 hier. Naja, es geht ja. So, was ist denn mit dir, meine Daher? Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Wow. So. Ein Wanderer. Oh Gott. Gleich direkt Onyx. Ich glaube mal, da ist wieder Samen denn doch etwas besser aufgehoben. Und dann machen wir Rankenhieb. Weil Pflanze und Wasser ist gegen Gestein sehr effektiv. Ja, die hieß ja eher One-Hit. Und es war nicht mal ein Volltreffer. Gut, Texto erhält, der Samen erhält jeweils 200. Ich besiegt Wanderer. Geile Scheiße. Und 600 Yen. So, was möchten Sie denn? Ich habe in Rainer City mit meinem Vater auf der MS Anne eine Party besucht. Okay. Und das ist für dich ein Grund, einfach hier random Leute anzukämpfen? Interessant. Teenager mit einem Pokémon möchte kämpfen. Phlegmon. Oh Gott. Da ich nicht weiß, was der für ein Typ hat, mache ich einfach mal Kratzer. Ist nicht so effektiv. Oha. Konfusion. Glut vielleicht? Ach, sieht auch nicht so gut aus.
Mal gucken, was Pflanzen-Pokémon ihn so anmachen für einen Schaden und so. Digga, der Moment ist mit seiner Konfusion. Aua! Sieht doch schon gleich viel besser aus. Fleckmon wurde besiegt. Kotexo erhält 170 und dieser Knopf auch 170. Und wir erreichen Level 21. Heilige Scheiße. So, damit wäre Teenager auch down. Und wir bekommen wieder 250. Schönen guten Tag, gute Dame. Hallo, mein Freund ist so cool. Ja, wer glaubt, wüsste ich. So, Göre möchte kämpfen. Göre nutzt Nidoran. Level 15, okay. Gegen Typ Normal ist Typ Normal am effektivsten, denke ich jetzt einfach mal. Ja, sieht doch gut aus. Silberblick, ernsthaft? So, jetzt bitte Volltreffer. Komm schon. Mano. Sehr schön. Nidoran wurde besiegt. Texo erhält 200 und noch ein Nidoran. Nein, wir möchten nicht wechseln. Und wir machen direkt mit Kratzer weiter. Der macht schon wieder Heuler. Obwohl, nee, der andere hatte Silberblick. Nicht Heuler. Aber egal. Doppelkick. Ach man, oh, schon wieder Doppelkick. Er tut doch weh. Geht doch. So, Nidoran wurde besiegt. Kotex erhält 190. Sehr schön. Und wir bekommen 220. Yen. Mal speichern hier. Schönen guten Tag, mein lieber Herr. Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Kleinstein ein. Andererseits, wir können auch wieder Samen eigentlich einsetzen. Macht bei Kleinstein wahrscheinlich mehr Sinn. Aua. Und Rankni. Ist ja bekanntlich sehr effektiv. Habe ich was gesagt? Gut, okay, nur noch Volltreffer. Aber auch ohne Volltreffer wäre es wahrscheinlich nur ein Hit geworden, weil, ja. Schon wieder Kleinstein. Da lassen wir es natürlich dann bei Dixer Bumster. Bei Bisa Knoss. Tada! Und wieder besiegt. So, Bisa Knoss 240. Macholo. Okay, bei Macholo weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gehen wir. Macholo ist ja Typ Kampf normal oder irgendwie sowas. Schmeckt gut? Ja. Einmal Konfusion, es sollte dem Typ den Rest geben. Wie ich gesagt habe. So, jetzt dürfte wieder Kleinstein kommen. Ja, war klar. Und damit machen wir wieder dieser Knosp. Einmal Rankenhieb und das Viech ist weg. Sehr schön. Tada! Super! Ich besiege Wanderer. Und sie bekommt 450. Oh ja, geht ja. So, da oben noch einer, aber noch jemand was von uns? Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Wow! Wenn das die Definition von cool ist, dann ja. Okay. Interessant. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Radfratz ein. Was? Pfadfinder meine ich doch. Hier kommt. Wir haben nur 15 KP, merke ich gerade.
Aber vielleicht keine so gute Idee. Okay, den nächsten Angriff werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Egal. Außer wir sind zuerst dran, dann schon. Sehr schön. Ratz wurde besiegt. Easy. Rettern. Ist bei Rettern Glut auch sinnvoll? Wir bleiben einfach mal bei Kratzer. Kratzer ist zumindest zum Glück ging alles gleich gut. Silberblick, wow. Okay, dann mach halt keinen physischen Schaden, dann bring ich dich halt um. Wenn du es so möchtest, bitte. Habe ich auch nichts dagegen. Und du kriegst auch recht, Level 22. Sehr schön. Und wir besiegen Pfadfinder, weil er so cool ist. So. Okay, da oben haben wir sogar noch einen Pokéball. Ich finde TM19, wow. Okay. Hallo? Danke. Da oben haben wir einen. Und da hinten haben wir auch noch einen. Gut, dann machen wir erstmal den hier oben. Speichern wir mal. Schönen guten Tag. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Ja, für jeden kommt jeder Tag mal irgendwann. Was? Egal. So, Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Rettern ein. Wir haben immer noch Gotexo, ne? Ja. Ah gut, einmal Kratzer und dann. Sollte das doch Geschichte sein? Oh, doch nicht? Okay. Ah, das könnte... Ah, war klar. Och, leck mich doch. Na gut, dann wechseln wir mal zu dieser Knosp. Bitte nicht nochmal wickeln, sonst wickle ich dich mal kurz ein. Ah. Okay, mach grad mal 2 Schaden. Dann machen wir hier. Okay. Ging schneller als gedacht. Rettern wurde besiegt. Der Textel 93, dieser Knosp 93. Sandar, na da haben wir wieder unser super Vorteil. Einmal Rankenhieb und das Viech ist weg. Sehr schön. Super. Was der so alles von vornherein weiß, warum kämpft er denn überhaupt gegen uns? Wow. So. Einen wunderschönen guten Tag, gute Dame. Meine Freundin hatte so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Okay. Das süßeste Pokémon von allen habe ich. Göre möchte kämpfen. Mirapla. Naja, okay, da hat der Glutex so ein leichtes Spiel. Einmal Glut und fertig ist die Sache. So, Mirapla wurde besiegt, Gotexo hält 200 EP, Taubsi, ah, gut, da, ja, da wechseln wir tatsächlich mal, und zwar aufs Metbo. Okay, ist gerade mal Level 13, egal, sicher ist sicher. Kann man ja am Anfang nicht wissen, welches Level die haben. Und wenn es jetzt heute Level 15 gehabt hätte, dann hätte es schon ein bisschen schlimmer ausgehen können. Von daher. So, Schmidtbel hält aber 50 und Göre Mirapla. Okay, dann nehmen wir natürlich wieder Protexo. Und ich trinke erstmal einen Schluck. Mirapla benutzt Absorber. Oha. Okay, ich ziehe gerade mal eins ab. Gut, dann ist ja. Okay, noch einmal Glut. Gott, ey. Die Attacke ist sehr effektiv. Mirapla wurde besiegt. Protector hält 210. Sehr schön. Hallo? Ich bin nicht neidisch. Was? Verstehe ich voll und ganz. Okay, geht einmal rundherum. Okay, gut, dann gehen wir erstmal ins Haus rein.
Hey, Pikachu. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ah, der nette Herr Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Nein. Ja. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC auf das Zellenteilungsprogramm. Seit wann beherrscht ein Teleporter ein Zellteilungsprogramm? Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber egal. Ja, ja. Geh mal weg. Pikachu, bleib bitte hier. Okay. Pikachu ist mit der gesamten Situation merklich überfordert. Ash hat das Zellseparator, hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Okay. Klasse, danke Kumpel. Du hast mir was? Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ash erhält ein Bootsticket. Ich bin aber immer seekrank. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MSN. Anne? MSN? MS Anne? Wird das Deutsch ausgesprochen oder Englisch? Keine Ahnung. Weil MS ist ja eigentlich eine... MS kommt ja aus dem Englischen für die Schiffe. Von daher müsste es ja eigentlich MSN heißen. MSN. Egal. Die MSN, an Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag sie für Tobold nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, ich weiß nicht. Hätte ich? Frag mal Pikachu. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hallo Pikachu? Okay. Pikachus Firmware ist gerade ein bisschen abgestürzt, aber macht ja nichts. So, gucken wir mal, was hier ist. Okay, jetzt laufen wir die ganzen Trainern dran vorbei. Sehr schön. Lol, okay. Ja, gut. Ah, okay. Wollte gerade sagen, hätten wir gleich hier lang laufen können, aber hier ist ein reiner Rückweg. Oh, die nette Dame hat sich mal ein bisschen beiseite bewegt. Egal, wir machen mal hier unser Pokémon-Gedöns. Erstmal hier unsere Pokémon auffrischen. Willkommen im Pokémon Center. Wir handeln deine Pokémon und machen sie wieder fit. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm in jeder Zeit vorbei. Wieder vorbei. So, gleich mal hier wieder ein paar Items ablegen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Scheiße bekommen hier. So, PC von Ash. Die Verbindung zu deinem PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Item ablegen. Trank, Pokéball, nein, Nugget. Können wir endlich mal verkaufen. So, die ganzen TMs legen wir auf jeden Fall ab. Keine Ahnung, wann ich die einsetze. So, das Bootsticket brauchen wir. Den Nugget können wir auch einfach mal verkaufen. Ist hier irgendwo ein Markt? Da ist ein Fahrradladen. Aha, Pokémarkt, sehr schön. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich möchte etwas verkaufen. Und zwar mein Nugget. Oh, für 5000. Ey, wir haben bereits 20.000 Yen. Das wären so gut und gerne mal 100 Euro. Also circa mehr als 100 Euro, aber mindestens 100 Euro. Das ist gar nicht mal so schlecht, wir sind ja richtig reich. Heilige Scheiße. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Du Scheiße, ich mag dich nicht. Verpiss dich. So. Wo geht jetzt... Achso, genau, bei dem Haus, wo die Polizistin da...
bei Delta gegangen ist, können wir mal reinschmeißen. Überall anders waren wir bereits. Mehr gibt's ja hier nicht. Ja, wie sieht's denn hier aus? Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Oh mein Gott. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Ein TM mit dem Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Tja, hätte sie wegschließen müssen. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen detektiv und suchen hier nach Hinweisen. Ja. Wow, Unmengen Büsche über Pokémon. Okay. Man kann hier mit nichts interagieren. Eigentlich schade. Na gut. Hier ist so ein wunderschönes Loch, dann gehen wir doch mal raus. Und hier ist ein netter Herr. Hey, bleib draußen! Du hast hier nichts zu suchen! Was? Ich? Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant! Was? Glaubst du mir etwa nicht? Ja, sorry, du siehst aber nicht aus wie ein unschuldiger Passant, sondern höchstens wie ein Schornsteinfeger. Team Rocket möchte kämpfen. Oh oh, mach hallo. Gut, dann gehen wir mal wieder direkt zu Smetbo. Gegen Macholo hat Smetbo immerhin die meisten Chancen. Ja, mach halt Karateschlag. Konfusion! Okay, mach mal Konfusion. Yay, die Attacke ist sehr effektiv. Macholo wurde besiegt. Clotexo erhält 160, Smetbo erhält 160. Smetbo erreicht Level 24. Ja, holy shitty shit. Team Rocket wird Traumato in den Kampf schicken. Traumato. Nein. Den schicken wir erstmal schlafen. Hallo? Achso. Falsche Taste. Traumato schläft. Yay! Nein! Wieso bist du aufgewacht? Und Traumato schläft schon wieder. So, dann können wir ihn jetzt mal ordentlich hier dezimieren. Ja, wie ich dachte. Ist nämlich nicht sehr effektiv. Und er ist schon wieder aufgewacht. Alter. Oh, Alter. Sag mal. Kannst du mal. Was? Kannst du mal einfach mal schlafen hier? Er ist aufgewacht. Ach komm, noch einmal hier Konfusion und weg ist er. Alter. Ah ja, Traumato, ne, ist schon gar nicht mal so. Oh, wir haben ihn besiegt. Team Rocket. Okay, ich gebe auf, ich verschwinde. Ash gewinnt 500 Yen. Okay, ich gebe dir das gestohlene TM zurück. Ash erhält TM 28. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Gut, dann gehen wir dem netten Herrn mal das TM zurück. Was weg ist, ist weg. Aber ich hab's hier. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Aber ich hab's doch hier. Nimm es. Du Hurensohn. Da fuchtel ich mit dem Ding direkt vor seiner Fresse rum und er merkt es nicht. Das ist traurig. So, okay. Hier geht's zurück. Dann haben wir nach rechts einen Weg, der ist zu. Gut, dann gehen wir halt nach unten. Okay, hier ist ein Weg. Hier ist etwas. Hier ist noch ein Weg. Und hier geht gar nicht mehr weiter. Okay. Ah, das ist ein Haus. Okay, gut. Das heißt, ins Haus kommen wir nur von oben rein. Dann werden wir das auch mal tun. Oh mein Gott, ein Pokémon-Kampf!
sowas gab es in diesem Let's Play noch nie. Ein Radfratz. Bäh. Level 16. Ah. Versuch mal dein Glück. Naja, es geht. Bye bye. 130 EP, immerhin. So, ein Haus. Schönen guten Tag, gibt's hier Kekse? Ich halte diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ja, haben wir noch ein Pokémon, was man großziehen könnte? Protexo, Bisaknoss, Pikachu, Smetbo. Ja, höchstens Taubsi. Ha. Weil Taubsi brauchen wir vorerst erstmal nicht. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie die Pension arbeitet. Gerade jetzt mit, wenn es Attacken erlernt, welche Attacken der dabei denn vergessen werden und dieses ganze Gedöns. Deswegen, ich glaube, wir nehmen deren Dienst wohl lieber nicht in Anspruch. Also dann bis später. Nee, nicht bis später, bis nie. Kannst mal kacken gehen. So, hier ist ein Gebäude, wo wir sogar rein können. Schönen guten Tag, ich habe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Der Durchgang ist gesperrt. Was? Das gibt es doch gar nicht. So, hier gibt es nichts. Interessant. Da ist noch ein Haus. Tunnelpfad, Azuria City, Orania City. Okay. Besitzt du ein Traugosso? Nein. Willst du das gegen Macho tauschen? Ja, aber ich besitze keins. Schade. Wo sind wir jetzt eigentlich? Nein? Item? Karte. Hä? Ach nein, ich trage Karte. Okay, wir sind im Tunnelpfad. Okay, wir untergraben jetzt gerade die mittlere Stadt da. Interessant. Dann müssen wir jetzt in der Stadt da drunter sein. Ja, perfekt. Weg, Hilfe. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Oh. Wieder versteckte Items. Können wir mal ein bisschen suchen. Die Frage ist, wie suchen wir? Am besten einfach Tic-Tac-Muster. Andererseits jetzt die ganzen Tunnel abzusuchen, wird auch eine ganze Weile dauern. Aber schon, vielleicht finden wir direkt am Anfang was. Sieht aber fast nicht so aus. Wahrscheinlich hätten wir von der anderen Seite aussuchen müssen, gell? Habe ich jetzt echt Bock, den ganzen Tunnel abzusuchen? Nee. Oh, raus hier. Eine Wiese. Tunnel, Azuria City, Orania City. Ja, schön. Okay. Okay, das ist dann wohl der Südeingang von der City. Ja, ja. Ich bin auch gesperrt. Na gut. Mehr gibt's hier nicht. Dann folgen wir mal dem Pfad hier. Und das ist schon ein Trainer. Gut, dann speichern wir mal. Obwohl, ich habe gerade erst gespeichert. Egal. So, schönen guten Tag, mein Junge. Ja, man findet hier draußen nicht viele Käfer oder Kämpfer. Egal.
Na gut, wenn du Käfer sammeln willst, meint der wahrscheinlich gerade doch Käfer. Dachte schon, ich habe mich gerade verlesen. Glutexo! Sollte ja ein leichtes für dich sein. Dann machen wir einen auf Glut. Ich sag gestoppt. Ondio wurde besiegt. Glutexo hält 170 EP. Käfersammler wird Raubbiedekampf schicken. Da bleiben wir auch bei Glutexo. Die ganzen Käfer-Pokémon und sowas alles. Es ist Spielzeug für Glutexo. Oh, wir erreichen Level 23. Honliu wieder. Wobei, Honliu ist ja die Welt. Ah, ne. Dachte gerade, Honliu ist die Weiterentwicklung. Aber ist ja gar nicht. Gut, da haben wir drei Pokémon hier First Strike gestrikt. Sehr schön. Käfersammler. Du beliebst zu scherzen, oder? Ash gewinnt 1 Euro. Wow. Das mache ich alles aus Liebe. Lass mich allein. Okay. Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Ultrigara. Oh. Ah komm. Einfach mal ein bisschen Glut. Was? Was ist denn da los? Hat doch gerade mal Level 16. Nee, nee, nee. Die Attacke ist sehr effektiv. Ja, ja. Merk schon. 500 EP. Holy shit. Das war aber gerade heftig. Das kann nicht sein. 320. Naja, 2 Euro. Gut, wir machen aber an der Stelle tatsächlich trotzdem erstmal Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.